über den Tag mehrere kleine Mahlzeiten essen. Oder Detox-Trend, haben Sie bestimmt schon mal gehört, den Körper über den Darm von schädlicher Schlacke befreien. Schlacke in diesem Sinne gibt es im menschlichen Körper nicht. Also wenn man das Wort Schlacke da immer hört, Mist eigentlich. Jeder von uns, der schon ein paar Kilos verlieren wollte, kennt sie. Die liebgemeinten ja Abnehmtipps von Freunden, Bekannten. Haben Sie zum Beispiel schon mal gehört oder auch gelesen, dass Sie den Stoffwechsel durch ja viele kleine Mahlzeiten am Tag oder zum Beispiel auch regelmäßige Entgiftungskuren beschleunigen können? Haben Sie das vielleicht schon mal gelesen? Während einige dieser Ratschläge durch Studien belegbar sind, manche auch medizinisch, ärztlich ja, sinnvoll sind, das zu machen, fehlt anderen bisher komplett die wissenschaftliche Grundlage. Irgendwie sind das Mythen, die sich so festgesetzt haben, aber da gibt es keinen wirklichen Nachweis. Damit Sie bei solchen ja, Abnehmtipps in keine Falle tappen, möchte ich in diesem Video jetzt einmal 5 der bekanntesten Stoffwechselmythen etwas genauer unter die Lupe nehmen und sie mal genauer jetzt anschauen. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über medizinische Themen, also Krankheiten, Symptome dieser Erkrankung, aber auch das Thema Sport, Ernährung in dem Zusammenhang natürlich mit Erkrankungen aus ärztlich-medizinischer Sicht, denn das ist ganz wichtig. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Gerade beim Thema Wunschgewicht. Das betrifft uns ja irgendwie alle, treibt uns ständig um, aber kommen wir immer wieder auch auf den Stoffwechsel natürlich zu sprechen. Und warum? Weil der Stoffwechsel, unser Stoffwechsel, dafür verantwortlich ist, wie gut oder auch wie schlecht unser Körper Nahrungsbestandteile wie jetzt Fette, aber auch wie Kohlenhydrate verwerten kann, wie die halt verstoffwechselt werden. Ein langsamer Stoffwechsel kann also der Grund sein, warum Sie von derselben Portion zum Beispiel, die Sie essen, zunehmen, während Ihr Partner vielleicht damit sein Gewicht hält. Das ist genau das Gleiche. Gehören Sie eher zum Team Trägerstoffwechsel, nennen wir es mal so. Gerade dann klammert man sich ja gerne mal an den einen oder anderen, ja, vielleicht Tipp, gut gemeinten Tipp, Stoffwechselmythos. Ob zu Recht oder zu Unrecht, das sehen Sie jetzt. 5 Stoffwechselmythen. Fangen wir direkt mit einem sehr verbreiteten Mythos an, und zwar, dass der Stoffwechsel, dass Ihr Stoffwechsel mit zunehmendem Alter langsamer wird. Teilweise hört man von einer ja bis zu 15-prozentigen Verringerung des Stoffwechsels ab dem 40. Lebensjahr. Tatsächlich lassen sich bei Männern wie auch bei Frauen bereits circa ab dem 30. Lebensjahr, also ja, das wissen wir, ab dem 30. Lebensjahr hormonelle Veränderungen beobachten, die häufig mit einer Gewichtszunahme in Verbindung gebracht werden. Hormone, Gewicht, das hängt sehr eng zusammen. Darüber habe ich ja auch schon ein Video gemacht. Es gibt ein paar Hormone, die halt unser Gewicht, unser Stoffwechsel beeinflussen. Umso überraschender sind die Ergebnisse einer Studie von 2021. Und hier haben die Forschenden den täglichen Energieverbrauch von über 6000 Teilnehmenden in der Altersspanne von 8 und 95 Jahren ermittelt, also auch von älteren Menschen. Und sie kamen zu dem Ergebnis in dieser großen Studie, dass der Stoffwechsel bei Männern und Frauen zwischen dem 20. und dem 60. Lebensjahr nahezu komplett stabil bleibt, sich also nicht verändert. Auch hormonelle Extremlagen, wie zum Beispiel eine Schwangerschaft, Wechseljahre, die bewirken keine starken Schwankungen. Ja, es gibt individuelle, kleine Schwankungen, aber nicht signifikant starke Schwankungen. Jenseits der 60, da scheint der Kalorienverbrauch dann tatsächlich leicht zu sinken. Allerdings in der Studie so circa nur 0,7% pro Jahr. Also auch das ist nicht viel. Doch woran, wenn nicht hauptsächlich am Alter nun, liegt es, dass wenn wir zum Beispiel Schwierigkeiten beim Abnehmen haben, woran liegt das? Was sind die Gründe? Und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gehen davon aus, dass es sich um ein Zusammenspiel aus beispielsweise genetischen Faktoren, Stress, viel Stress, Ernährung, schlechter Ernährung handelt. Dieses Zusammenspiel, das ist ganz entscheidend. Und damit sind wir jetzt eigentlich auch schon beim Mythos Nummer 2. Nämlich der heißt, der Stoffwechsel lässt sich durch bestimmte Lebensmittel anregen. Stoffwechsel steigern durch diese Lebensmittel vielleicht. Und vielleicht haben Sie auch gesehen, dass ich dazu bereits ein Video gemacht habe mit Top 5 Lebensmitteln zur Fettverbrennung. Schauen Sie da einmal rein. Denn tatsächlich, ja, es stimmt, dass bestimmte Getränke wie zum Beispiel grüner Tee, ein Klassiker, oder auch scharfe Lebensmittel wie jetzt Chilis zum Beispiel, einen positiven Effekt auf den Stoffwechsel haben. Also ja, es gibt Lebensmittel, die den Stoffwechsel, nennen wir es mal, positiv beeinflussen.
Bei letzteren, beim Chili zum Beispiel, beruht dieser Effekt zum Beispiel darauf, dass die Schärfe den Körper eher wortwörtlich anheizt, einheizt. Um die Temperatur wieder zu senken, ist ein erhöhter Energieaufwand notwendig. Deswegen verbrauchen wir mehr. Trotzdem muss ich an dieser Stelle deutlich betonen, einmal nochmal sagen, dass egal ob Chili, Mandel, Zitrone, was man auch immer liest, keines dieser Lebensmittel allein wirkt nachhaltig genug, um nur durch den Verzehr Gewicht zu verlieren. Also nur jetzt immer Chili essen, nehmen Sie nicht ab. Vielmehr sollten diese Stoffwechselbooster-Lebensmittel, nennen wir es mal so, Bestandteil einer gesunden, ausgewogenen Ernährung sein. So, und an dieser Stelle einmal kurz in eigener Sache, wie Sie vielleicht wissen, meine Ratgeber, die ich herausgegeben habe, genau nämlich zum Thema Ernährung, Nährstoffe, Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, wie die unser Herz-Kreislauf-System zum Beispiel beeinflussen, unser Immunsystem oder aber auch unseren Stoffwechsel beim Abnehmen zum Beispiel. Und wer mehr erfahren möchte, mehr von meinen Ratgebern, was ich da schreibe, alles studienbasiert, gerne einmal auf meine Webseite schauen. Auch Mythos 3 haben Sie bestimmt schon mal gehört, nämlich, dass es dem Abnehmen fördern soll, über den Tag mehrere kleine Mahlzeiten zu essen, statt täglich 2 oder 3 große Portionen. Früher hat man ja mal so dieses typische 2, 3 große, dann hat man gesagt, das alles verteilen, hat auch was mit dem Blutzucker zu tun, jetzt mal aus Stoffwechselsicht. Das soll helfen, den Stoffwechsel anzuregen, indem der Insulin- und auch der Glukosespiegel im Blut reguliert und so Heißhungerattacken vorgebeugt wird. Soweit, so gut. Zu lange Pausen zwischen den einzelnen Mahlzeiten sollen hingegen dazu führen, also wenn man nur 2, 3 Mal am Tag isst, dass der Körper in einen Notfallmodus geht und den Stoffwechsel herunterfährt. Also wenn Sie morgens essen und dann irgendwie erst wieder um 14 Uhr. Aber Achtung jetzt! Aktuelle Erkenntnisse deuten vermehrt darauf hin, dass die Anzahl der Mahlzeiten eine eher untergeordnete Rolle spielen oder sogar, dass wenige Mahlzeiten dem Stoffwechsel zugutekommen, Stichwort Intervallfasten. Da hat man ja eine lange Pause. Wie so oft, wie Sie hier sehen, scheint es hier keine allgemeingültige Antwort zu geben. Und das ist das Wichtige. Und mein Tipp daher: Zwingen Sie sich wegen vermeintlich positiver Effekte auf den Stoffwechsel nicht dazu, viel häufiger oder seltener zu essen, also ein Intervallfasten zu machen oder ganz häufig kleine Mahlzeiten, als Sie sich wohlfühlen, als es in Ihren Alltag passt. Viel wichtiger ist es, auch hier wieder auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung zu achten. Das ist eigentlich immer der Kern. Und ja, jetzt zu der Frage, wie mache ich es? Ich versuche schon mehrere Mahlzeiten zu essen, aber einfach nur, dass ich für mich selber nicht in so ein Hungergefühl komme, dass ich nicht auf einmal Heißhunger habe und dann zum Beispiel unüberlegt alles Mögliche esse, einfach nur, weil ich Hunger habe und mein Körper sozusagen die Kalorien wieder nachholt. Das ist das, was man vermeiden soll. Und bestimmt ist auch Ihnen der Detox-Trend, zu Deutsch Entgiftung, nicht unbemerkt vorbeigegangen. Oder haben Sie bestimmt schon mal gehört, Detoxen. Ob Pillen, Säfte oder sogar Pflaster, bestimmte Kuren sollen den Körper über den Darm von schädlicher Schlacke befreien. Das ist die Idee dahinter. Das Problem: Schlacke in diesem Sinne gibt es im menschlichen Körper nicht. Also wenn man das Wort Schlacke da immer hört, Mist eigentlich. Im Gegenteil, solange wir gesund sind, ist die Vielzahl an Filterorgane, die wir haben, also unsere Leber, die Niere, die sind alle in der Lage, Schadstoffe aus dem Blut, aus der Luft, dem Urin etc. herauszufiltern. Saftkuren oder ähnliches sind hingegen nach aktuellem Wissensstand nicht wirksam, nicht ausreichend wirksam, um Gifte und Co. aus dem Körper zu ziehen. Da ist wirklich sehr, sehr viel Marketing dahinter. Und auch beim Abnehmen scheinen solche Kuren nur selten den erwünschten Effekt zu erzielen. Zwar verlieren wir während zum Beispiel einer Saftkur bestimmt das ein oder andere Kilo. Ja, das tun wir, aber, und jetzt wieder das, was ich auch mal sage, dank des Jojo-Effekts quasi sind nach Kurende ganz schnell wieder im Handumdrehen die Kilos drauf. Es geht darum, langfristig einen Weg für sich zu finden, gesund sich zu ernähren. Wir können also festhalten, die meisten Detox-Methoden eignen sich nicht, um den Stoffwechsel nennenswert anzukurbeln, dauerhaft anzukurbeln. Sinnvoller als eine Woche strikte Detox-Diät ist auch hier mit Sicherheit wieder nochmal eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung und Lebensweise. Das soll heißen, nochmal konkret: Hören Sie auf zu rauchen, konsumieren Sie Alkohol, Junkfood so wenig wie möglich, bewegen Sie sich regelmäßig. Das sind die entscheidenden Sachen und nicht irgendeine Saft-Detox-Kur. Beim letzten Mythos jetzt schauen wir nochmal auf Sport als Stoffwechselbooster. Denn das körperliche Betätigen, die körperliche Betätigung, dass das den Metabolismus beschleunigt, das gilt als ziemlich sicher. Doch was eignet sich besser
als Cardio. Vielleicht Krafttraining? Was ist also besser, Krafttraining oder Cardiotraining? Ein gängiger Mythos ist, dass Ausdauertraining der beste Weg ist, um Gewicht zu verlieren. Und es stimmt auch, klar, dass der Kalorienverbrauch bei einer Stunde Joggen in der Regel höher ist als bei einer Stunde Gewicht heben im Fitnessstudio. Außerdem, das ist auch so, haben Ausdauersportarten wie zum Beispiel Laufen, Nordic Walking, Schwimmen positive Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System. Auch das wissen wir, stärkt das Herz-Kreislauf-System. Laut einer Meta-Analyse von 2022 ist Kraftsport aber eine mehr als nur gute Ergänzung für Abnehmwillige. Also anders gesagt, Kraftsport ist wichtig, wenn man auch abnehmen will. Die Ergebnisse der Meta-Analyse haben nämlich gezeigt, die heben hervor, dass das Krafttraining nicht nur ebenfalls zu einer Gewichtsreduktion beitragen kann, ja gut, sondern auch einem Jojo-Effekt vorbeugen kann. Und das wird damit begründet, das ist wichtig, dass parallel zur Fettverbrennung auch Muskelmasse aufgebaut wird. Und die Muskelmasse ist wichtig, denn die erhöht ihren Grundumsatz, ihren Energieverbrauch. Muskeln verbrauchen mehr Energie als Fett. Und zudem können sie dem Abbau von Muskelmasse natürlich entgegenwirken, wenn sie zum Abnehmen die Kalorienzufuhr senken. Das ist ja oft das Problem. Wir verlieren oft Muskelmasse, wenn wir zu wenig essen. Mein Tipp deshalb, versteifen Sie sich nicht auf eine Trainingsform, sondern finden Sie die richtige Balance, die zu Ihrem Abnehmziel passt und Ihnen vor allem auch Spaß macht. Also Ausdauertraining ja, aber ab und zu auch die Muskulatur stärken. Gibt es noch weitere Stoffwechselmythen, die Sie vielleicht kennen, die man mal unter die Lupe nehmen sollte? Wenn ja, schreiben Sie gerne einmal in die Kommentare, geben Sie gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Und das waren jetzt ein paar Aspekte. Mythos ist vielleicht manchmal auch ein bisschen übertrieben. Man sagt da irgendwie, als ob das gar nicht stimmt, aber Sie haben gesehen, generell muss man die Sachen halt relativieren. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.